Servus Löwenfans zur 140. Ausgabe vom 60er.de Talk heute Abend am Sonntag. Wir sind ganz kurz vor dem Wiedereintritt ins ernste Geschäft, in den Drittliga-Alltag. Wir haben aber auch zwei Testspiele der Löwen hinter uns in dieser Woche und wir haben einen neuen Trainer. Aber vorneweg will ich natürlich die Gäste des heutigen Talks begrüßen. Letzte Woche, wer zugeschaut hat, waren wir ja zu fünft in einer relativ, ich glaube, manche Leute würden sogar sagen, albernen oder etwas sehr amüsierten Runde. Stefan war auch schon dabei und freut sich darüber oder denkt gerne daran zurück. Heute sind wir nur zu dritt. Also, wir freuen uns über unseren Gast, den ich gleich vorstelle, aber zu dritt sind wir, weil der Kollege Benjamin aus Bregenz, der gestern auch bei dem Testspiel in Bregenz der Löwen mit dabei war, ein Freund vom Stefan, der ist leider erkrankt. Oder hat er gestern zu viel nach dem Spiel vielleicht? Ja, gut, zu feiern hatten die jetzt nicht so viel, aber weiß nicht. Kann der Stefan vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, der auch vor Ort war? Ich weiß nur, dass er krank ist und dass er keine Stimme mehr hat und das wäre ein ziemliches Gekrächze geworden. Deswegen Ich habe am holen wir Schluss, das ein andermal einfach nach. So machen wir das. Ich habe am Schluss der Live-Übertragung Bregenzer Fans laut singen hören. Und, das war ja. Okay, das war, ja. Dass der keine Stimme mehr hat. Nein, also auf jeden Fall, Scherz beiseite, Grüße gehen raus, gute Besserung an den Benjamin, falls er das vielleicht im Nachhinein sich anschaut. Und er ist ein andermal dann herzlich eingeladen. Dafür haben wir heute einen anderen Gast. Also Stefan, ganz kurz vorneweg, vielleicht begrüße ich dich auch noch schnell. Du hast dich ja schon hier eingebracht. Super, dass du schon wieder dabei bist. Sehr schön, freut mich. Und dass du gleich auch aus Bregenz erzählen kannst. Und dann haben wir noch einen anderen Gast, was ich immer besonders schön finde, wenn wir Gäste von unseren Gegnern oder von unseren kommenden Spielpartnern auf dem grünen Rasen haben für unsere Löwen. Das ist eben in dem Fall der Ralf Koss aus Duisburg. Ralf, bevor wir ausführlich über dich reden, über eine Veranstaltung, die da in München am Freitag stattfindet, sage ich erstmal Servus und herzlich willkommen beim 60er.de Talk. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo zusammen. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich dabei sein kann und wir uns heute an diesem Abend hier über uns gegenseitig austauschen werden. Bin gespannt. Vielleicht dient es ja sogar der Spielvorbereitung, was da gegenseitig so zu hören ist. Was dir dann aber vielleicht mehr helfen könnte, ist, wenn wir gleich in Medias Res gehen. Nein, eine Sache möchte ich noch loswerden. Der Jan hat heute frei. Das ist ja wirklich phänomenal, wie der in den letzten Wochen ich glaube, der hat seit, also die Löwen haben noch lange Tore geschossen, seitdem hat der immer den 60er.de Talk in Pflichtspiel Tore geschossen und seitdem hat er den 60er.de Talk permanent moderiert. Kann man ermessen, wie lange das jetzt der Fall war. Heute hat er mal einmal frei, aber ich gehe davon aus, dass er nächste Woche, wenn wir dann über das Duisburg-Spiel reden, wieder mit am Start ist, entweder als Moderator oder als Co-Moderator oder als Gast. Und jetzt gehen wir aber wirklich gleich in die Vollen. Stefan, kurz, bevor wir über Bregenz reden, müssen wir kurz ansprechen. Also 60 hat jetzt dann doch endlich Anfang der Woche einen neuen Trainer präsentieren können. Das ist der Argyrios, Agi wird er viel auch abgekürzt. Yannickis, also so sprechen wir den auch korrekt aus. Ich finde es tatsächlich einigermaßen interessant, dass das wieder so ein Name war, den natürlich wieder kein Mensch irgendwie auf dem Schirm hatte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich schon auch interessant, wie viele Leute da jetzt schon eine tatsächlich ganz schön skeptische oder kritische Meinung dazu haben, ohne irgendwas sozusagen von dem überhaupt mitbekommen zu haben. Wir haben ja auf 60er.de auch eine Umfrage laufen, wo dann tatsächlich 41%, ich habe da keine klare Meinung zu dieser Personalie, 31%, ich hätte mir einen anderen Coach gewünscht und nur 28% sagen, finde ich gut. Ist es jetzt die Unsicherheit, weil man nicht weiß, was da auf einen zukommt? Frage direkt an dich, Stefan, oder wie erklärst du dir so ein Votum? Und was ist deine Meinung zu Yannickis? Ja, also ich glaube, das ist genau der Grund, dass den einfach kein Mensch kennt und sich wirklich, dass alle überrascht wurden mit dieser Personalie. Davon bin ich ganz fest überzeugt, dass das der Grund ist für das Ergebnis. Und ich meine, es hieß ja so in der allerersten Meldung Sport 1 irgendwie damals der Grieche Argyrios Yannickis und da dachte jeder so, ah, Vitor Pereira 2.0, aber dass der gute Mann halt in Nürnberg geboren wurde und einfach halt im deutschen Fußball aufgewachsen ist, das glaube ich, haben die meisten dann schon wieder gar nicht mehr gelesen, deswegen glaube ich, ist das Ergebnis dann einfach auch so, so skeptisch. Ich fand den halt jetzt bei dieser Vorstellungsrunde da, bei dieser Pressekonferenz einfach schon sehr sehr angenehm in seinem Auftreten und ich hatte es natürlich auch überrascht. Ich habe letzte Woche noch gesagt, Patrick Löckner wird Trainer, einfach diese Mannheim-Connection wurde es halt nicht. Ja, also
Was er jetzt bewirken kann, das vermag ich jetzt natürlich auch noch nicht zu sagen. Ich habe den ja jetzt auch erst gestern das erste Mal persönlich gesehen, habe auch nicht mit ihm sprechen können, beziehungsweise war mit meinem Sohn beim Spiel und hatte dann auch so die Zeit gar nicht vor und nach dem Spiel. Und was ich aber so mitbekommen habe, eben auch von Benjamin, der direkt hinter der Trainerbank der Löwen stand, mit dem habe ich eben nach dem Spiel gestern mich noch ein bisschen unterhalten. Und der meinte eben, das war total interessant, irgendwie, wie der mit den Spielern geredet hat, dass der einfach sehr, sehr genaue Anweisungen gegeben hat, dass der sehr kommunikativ einfach sehr, sehr stark war, was den Umgang mit der Mannschaft betrifft und dass er auch genau weiß, wie er sich das vorstellt und auch in der Lage ist, das kommunikativ zu vermitteln. Und jetzt schauen wir einfach mal. Also ich bin da eigentlich, war eigentlich schon bei der Verkündung der Personalie ziemlich positiv überrascht. Ja, und Schauen wir. ja, ich freue mich drauf. Also ich glaube, der hat schon eine Idee und wenn er das schafft, dies umzusetzen, dann wird es gut. Und sorry, wenn ich jetzt nochmal kurz was dazu sagen muss. Also für mich ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, dass die Mannschaft wieder Bock hat, dass die wieder Spaß hat an diesem ganzen Fußballding. Ich glaube, das ist halt so unter dem Maurizio Jacobacci komplett auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, da war der Frank Schmöller als Interimstrainer wahnsinnig wichtig, um da wieder einen Zugang zur Mannschaft zu finden und wieder einen Zugang für die Mannschaft in Richtung Fußball zu finden, dass die wieder Bock drauf hat und dass die wieder ja, einfach Mannschaftsgeist entwickelt, auch so richtig wieder an sich glaubt. Und auch wenn es jetzt zwei Niederlagen gegeben hat gegen Bielefeld und gegen Mannheim, war das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den Frank Schmöller dazwischen drin zu haben. Cool. Das ist lustig, dass 8 Wochen zurück hättest du dasselbe, was du jetzt gerade gesagt hast, hättest du genauso gut in Duisburg erzählen können. Das, nahezu identisch. Nee, nicht ganz, natürlich mit kleinen Abstrichen, aber diese große Skepsis, die schlug auch Boris Schommers entgegen, also Wobei man dem den Trainer Namen doch Max eher Kruse. wahrscheinlich kennt eigentlich, oder? Als jetzt, also Bitte? Boris Schommers ist natürlich trotzdem irgendwie ein bekannter Name. Hier ist es jetzt ja wirklich ganz extrem, dass kein Mensch Trotzdem irgendwie. war die Stimmung aus der Vorgeschichte war trotzdem sehr, sehr skeptisch. Und auch die Stimmungsaufhellung durch den Interimstrainer, alles identisch. Und als ich jetzt hier die Zeitungsberichte zu der Verpflichtung von eurem Trainer gelesen habe, auch die Kommentare der Vereinsverantwortlichen waren völlig identisch. Nach dem Motto, kein Feuerwehrmann verpflichten, auf gar keinen Fall. Alles muss Perspektive haben. Und ja, also das ist schon, die Parallelen sind schon sehr, sehr auf der Hand liegend. Die ist da Das ist doch so ein momentan. KI-Satzbaukasten, oder? Ich glaube, da muss man einfach nur draufklicken und dann hat man diese Pressemitteilung, Genau, das sind so Satzbaukästen. oder? Ja, es gibt gar nicht so wenige Parallelen dazwischen uns. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch so ein bisschen drauf. Also ja, wenn man zurückblickt. Ich wollte dich übrigens, Ralf, super, dass du der perfekte Gast, der sich da einbringt. Ich wollte dich eigentlich eh auch kurz fragen, noch generell zu dieser Personalie. Ich weiß nicht, ob du es, also du hast ja dann entsprechend auch mitbekommen, aber wie wäre das jetzt, also der Name wird ja auch nichts groß was gesagt haben. Nee. Das wäre aber auch bei euch eben, wie wir es schon gesagt haben, auch sehr ähnlich gelaufen, wenn man jetzt so ein komplett, oder hättest du dir das für Duisburg auch vorstellen können, dass man so einen aus dem Hut zaubert, der irgendwie so gar keine Präsenz irgendwie hat, medial oder bei den Fans? Ja, das weiß ich nicht so genau. Also das Umfeld ist ja auch ein sehr schwieriges beim MSV. Also es gibt große Erwartungen und im Grunde genommen auch, es gibt Fraktionen, die wollen dann bekannte Namen haben und die Stimmen, die dann tatsächlich auf unbekannte Leute setzen würden, die sind eher vereinzelt. Also man greift schon von der Erwartung der Leute her eher zu denen, die bekannter sind. Und was den Verein angeht, was die Verantwortlichen angeht, das ist ja jetzt gerade erst im Werden, was es für Vorstellungen gibt. Das war ja über eine lange Zeit, war das ja Ivo Grilic, den ihr ja in München auch kennt. Und dann ging das ja nicht mehr. Und dann gab es den Versuch, etwas Neues anzufangen, was ja komplett gescheitert ist. Und jetzt ist der zweite Versuch des ganz Neuen,
Tatsächlich mit einem unbekannten Namen in der sportlichen Leitung, der für den MSV bekannt ist, aber natürlich in der Branche noch nicht wirklich bekannt ist. Ne? Das ist ja der ehemalige Chefscout vom MSV, der jetzt der sportliche Leiter geworden ist. Und daraus ergibt sich dann noch nicht so ein klares Bild, was ist jetzt was bringt die Zukunft an, ja, sagen wir mal, an klaren Strukturen, auf die man dann gegebenenfalls aufbaut bei Verpflichtungen von irgendjemandem. Da entsteht etwas, was noch nicht so ganz deutlich sich abzeichnet. Bleibt auf jeden Fall dann Scheint gerade so spannend, der denke ich. Trend zu sein, oder? Dass so Chef-Scouts in Richtung sportliche Leiter sich entwickeln. Also bei uns ist ja auch mit dem Dr. Christian Werner jetzt ein neuer Geschäftsführer Sportler, der ja auch vorher Chef-Scout von Waldhof Mannheim war. Und der ja nicht zuletzt dadurch die Verantwortlichen bei 60 überzeugt hat, dass er halt einfach sehr viele Spieler kennt durch seine ehemalige Tätigkeit und einfach man sich davon verspricht, dass er halt ohne Geld, was ja bei 60 so leider der Fall ist, Verpflichtungen tätigen kann. Und deswegen einige ja auch gar nicht so traurig sind, dass der Horst Held nicht gekommen ist, weil er eben diese Erfahrung ohne Geld Nicht. einkaufen zu gehen, in Anführungsstrichen, ja bisher nicht machen musste. Ja, vielleicht eine neue Tendenz. Und nach einer Weile kann man das sicher auch dann bewerten, was die so gebracht haben, die ehemaligen Chef-Scouts. Wir müssen tatsächlich, wir haben ganz schön, also wir wollen jetzt nicht anfangen von dem Testspiel jetzt am Mittwoch noch zu ausführlich. Das war das letzte Spiel, was du gerade schon gesagt hast, dann doch von Frank Schmöller, der sich mit sozusagen einem Sieg aus diesem Interim, wenn es auch nur in einem Testspiel war, verabschieden konnte, gegen die WSG Tirol 4:1 am Trainingsgelände, zweimal 60 Minuten, saukoldes gewesen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und Stefan, ich habe jetzt mir gerade schon überlegt, frag mich doch ein bisschen dazu, weil ich bin der Ja, Einzige jetzt in unserer Bratwurst Runde. natürlich ganz Ja, wichtig, Wurscht. Christian. Olli Wurscht. gut, oder? Das ist in dem Fall wirklich, ist so ein bisschen ein Running Gag als Erklärung für den Ralf hier mit der Wurscht immer. Es wurde ja, das hatte ich ja angekündigt, es gab ja diese Freiwurscht für jeden. Und tatsächlich gab es da aber nicht nur eine. Also ich allein, glaube, habe drei gegessen. Und ausgeteilt wurden die tatsächlich von der Fanbetreuung, in dem Fall der Poschi, aber tatsächlich stand der dann nicht hinterm Grill, sondern er ist dann wir standen ja da am Spielfeldrand auf dem Kunstrasenplatz und der ist dann wirklich rumgelaufen. Und hat also diese per Hand verteilt, diese Würste. Da habe ich dann noch mit Senf und Ketchup nachgekommen. Kleiner Kritikpunkt, ich glaube, meine zweite war so ein bisschen nicht, hätte noch ein bisschen länger auf dem Grill liegen können. Aber das kann man das nächste Mal vielleicht noch besser machen. Und tatsächlich gab es dann auch noch Donuts, wenn wir schon beim Essen sind. Die wurden auch noch, aber die waren natürlich dann schon so eingefroren, bis der, wenn der da den ganzen Spielfeld entlang gegangen ist und die verteilt hat. Also das war toll. Außerdem haben wir 4:1 gewonnen. Finn Lakenmacher hat recht frühzeitig nach, allerdings wie der Kollege Manni da gemeint hat, aus abseitsverdächtiger Position. Achso, man hat konnte ja sogar im Fernsehen auch sehen, gell? Hat man, oh, war da irgendwas, Stefan? Da musste ich noch arbeiten. Das erste Tor habe ich Ja, nicht gesehen. manche müssen auch um 14 Uhr arbeiten. Also es war Ja. ein illustrer, lustiger Nachmittag und kalt war es, wie gesagt. Und danach war dann noch dieses diese Fan-Treffen-Veranstaltung. Aber ich glaube, da müssen wir gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Die ist dann, glaube ich, ins Stüberl verlegt worden. Und ich glaube, wir richten jetzt lieber direkt den Blick nach Bregenz irgendwie, weil das ist nochmal ein bisschen aktueller. Und war ja das erste Spiel jetzt vom neuen Coach. Du hast jetzt ein bisschen schon vor was erzählt, auch was er so für einen Eindruck gemacht hat. Ja, das wollte ich übrigens auch noch sagen. Am Trainingsgelände bei dem Spiel hat er einen sehr, sehr aufgeräumten und aber wirklich sympathischen, offenen Eindruck gemacht, hat sich ganz viel auch mit Fans auch unterhalten. Er war ja dann quasi nicht als Trainer dabei bei dem Spiel jetzt gegen Wattens, sondern war ja frisch verpflichtet und ist da halt so umeinander gelaufen, viel ins Gespräch gekommen, auch sehr nett, sympathisch. Genau, also das ist allein noch keine sportliche Qualifikation, aber das ist, also er wirkt ja auch nicht so, als ob ihn das jetzt da irgendwie überfordern könnte, so in diesem Löwenumfeld, in diesen, ich hasse ja das Wort, aber in diesen Löwenkosmos hineinzustürzen. So, Schnitt und Bregenz, du warst da und wir siegen 6:3, mehrmals hinten Ich gelegen. kann da nichts dafür, aber wir wollen natürlich Ja, schön. ich gebe freimütig zu, dass ich davon wirklich nur am Schluss, ich habe ein bisschen was gehört am Rande, weil ich das Fernseher habe laufen lassen, aber nicht mal richtig hingeschaut habe. So tief sind wir gesunken. Aber verzähl mal, also wie war denn dein Eindruck vom Spiel so und vielleicht schon von der Handschrift des neuen Trainers oder würdest du jetzt so weit nicht gehen? Nee, also
da tue ich mir schwer, da schon von der Handschrift zu sprechen. Also, was ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, das Allerwichtigste ist gerade, dass die Spieler einfach wieder Bock auf Fußball haben. Und das hat man, glaube ich, gegen WSG Tirol schon ganz gut gesehen. Und dann jetzt gestern in Bregenz auch. Der Mani hat zwischendrin, mit dem stand ich die meiste Zeit da zusammen, der hat dann immer mal so den Spruch gebracht, da vom Ringelstädter, dieses: Was für eine Moral, weil wir waren ja dreimal hinten, also 1-0 hinten, 2-1 hinten, 3-2 hinten, haben dann 6-3 gewonnen. Und hat er immer so gemacht: Ja, was für eine Moral von so einer jungen Mannschaft. Du Und das, genau. da musste man dann doch drüber lachen auch und so. Und ja, also man hat schon gesehen, dass die wirklich Lust auf Fußball haben. Und das, also ich hatte immer so den Eindruck, auch wenn wir dreimal hinten waren, ich habe eigentlich zu keiner Sekunde Angst gehabt, dass wir das Spiel verlieren können. Ich kann es gar nicht genau erklären, warum das so war. Aber im Endeffekt hast du das Spiel eigentlich immer im Griff gehabt. Also auch wenn die erste Halbzeit jetzt wirklich, ja, wie soll ich sagen, etwas schwierig anzuschauen war, weil halt Regens da schon auch noch mit der stärkeren Elf gespielt hat. Und im Endeffekt war es ja so, die waren viermal vorm Tor und dreimal war er halt drin. Und trotzdem hat Regens das auch gut gemacht. So, aber ab dem 3-3 war dann irgendwie auch klar, dass wir das gewinnen werden. Also ich habe da zu meinem Sohn gesagt, ja, weil er gesagt hat: Papa, gewinnen wir das Spiel jetzt noch? Ich so: Ja, das gewinnen wir und das werden wir wahrscheinlich auch noch höher gewinnen. Und so kam es dann auch und es war erstaunlich. Also so wie schon gegen Tirol ja auch, dass so dieser zweite Anzug, dieser vermeintliche zweite Anzug, offensiv tatsächlich irgendwie kreativer war und tatsächlich auch torgefährlicher war. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das dem geschuldet ist, dass jeweils der zweite Anzug vom Gegner halt so viel schlechter war als unserer oder so, keine Ahnung. Aber also ich nenne jetzt einfach mal den Mansour Urotagba. Der hat ja in beiden Spielen irgendwie schon ziemlich gewirbelt da vorne drin. Also der hat schon gezeigt, dass er eine Alternative sein möchte. Ob er das dann in der dritten Liga sein kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er seine Visitenkarte abgegeben. Und gerade gestern war ja auch der Valmir Soleimani nach seiner Einwechslung ein richtig belebendes Element, wo er eigentlich jeder gesagt hat: Hey, haut's den weiter. Der wird es bei uns nicht mehr schaffen. Das war gestern schon ein Ausrufezeichen, das der gesetzt hat. Und das ist cool, aber. Ja, also drei Gegentore muss dagegen bringen, ist eigentlich auch nicht kassieren, das muss man schon auch ganz klar sagen. Diese starke Abwehr. Zweite Halbzeit, tatsächlich Wattens war übrigens auch so. Zweite Halbzeit fand ich, waren die schon auch deutlich schlechter. Also in dieser zweiten Stunde war das einfach von denen auch deutlich weniger dann. Und kam uns natürlich entgegen. Testspiele sind ja aber sowieso mit Vorsicht zu genießen. Wenn ich jetzt beim MSV Duisburg auf die Testspiele schaue, auch vielleicht ganz kurz das gestriffen, ich sehe da irgendwie FC Eindhoven. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist das erste oder zweite Liga? Zweite Liga. Zweite. Zweite, genau. Einfach mal 6-1, auch was fürs Selbstvertrauen gibt, trotzdem getan, denke ich. Und dann irgendwie Gladbach 2 mit 3-0 weggehauen. 9 Spiele in der Vorbereitung, das ist schon auch jetzt, sag ich mal, hat der Moral der Mannschaft sicher nicht geschadet, oder Ralf? Genau, das war von uns allen mit großer Freude gesehen, dass diese Tore gefallen sind, weil das ja das große Problem in der Hinrunde gewesen ist, dass es da doch sehr an dem Torerfolg gehapert hat. Und dass da jetzt irgendwie was in Bewegung geraten ist und dass man dann da eine Mannschaft gesehen hat, die tatsächlich auch mal mehrmals ins Tor trifft in einem Spiel, das war mit großer Begeisterung, wurde das wahrgenommen. Und Der wir Blick auf die schauen. Tabelle verrät es ja nur: Freiburg 2 ist mit 16 Treffern schwächer, Duisburg 17 geschossene Tore, wir 18, also jetzt wieder im Ligabetrieb. Das sind schon, da treffen schon nicht unbedingt die Torkanonen aufeinander. Schauen wir mal, aber zumindest in der Vorbereitung hat es jetzt doch bei uns 10 Mal in den 2 Spielen, bei euch 9 Mal geklingelt. Also, naja, wie gesagt, Testspiele. Gibt es noch was anzumerken zu Brezo? Können wir direkt überleiten sozusagen Nee, zu. ist nicht mehr viel anzumerken. Also, Also. bin gespannt. Also, eins noch. Bin gespannt, wer ans Tor stellt, weil es ist ja dieses altbekannte Thema bei uns. Wir haben einfach zwei richtig gute Torhüter. Und Und jetzt blöd gefragt, wie war das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wie war es gestern? Erst Hiller, dann ja, Richter. erst Hiller, also wie Aha. gegen Tirol, halt auch erst der Aha. Marco im Tor und dann der David Richter in der zweiten Halbzeit.
Okay, ja, das ist sicher eine spannende Frage. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt, dass du sagst, es gibt nichts mehr anzumerken. Hast zur Kulinarik hast nichts zu sagen oder gab es Bratwurst oder Es gab bestimmt Bratwurst. Grilltes? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe nicht darauf geachtet, weil wir noch Mittag gegessen haben zu Hause. Und dann, ich habe ja nicht so weit, muss man dazu Ich sagen, wollte nach gerade sagen, der Regens. Vorteil der kurzen Anreise. Sehr Ja, schön. und insofern war das Einzige, was wir dann zu uns genommen haben, ein Tee aus unserer Thermoskanne, weil ich meiner Frau hoch und heilig versprechen musste, dass der Sohn nicht frieren darf. Okay, und Das er war hat sein nicht mehr. erstes Löwenspiel und da soll er nicht krank heimkommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es erwähnen soll, aber jetzt hast du es selber gesagt. Also erstes Löwenspiel und dann 6 zu 3 in einem internationalen Vergleich. Also ich möchte mal sagen, da gibt es Andere schon würden einen sagen Goldharz. Ja, Europapokal. genau. Endlich international. So, haben wir das also erledigt. Ralf, jetzt bin ich mal gespannt, ob du was mitnehmen konntest in der Vorbereitung auf den kommenden Samstag, denn da ist es ja dann soweit. Ja, ich erstmal zu deiner Person. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Du hast zwar jetzt schon einiges hier gesagt, aber es sollen die Leute natürlich dich auch ein bisschen kennenlernen. Also ich finde immer so ganz spannend, ja, seit wann bist du MSV-Fan? Du machst, das ist ein Thema natürlich, vielleicht gibt es da eine lustige biografische Anekdote oder Grund, ist ja hot, durchaus auch rundherum, noch der eine oder andere Verein wäre ja vielleicht vorhanden. Dann machst du es über deinen Blog, das würde mich kurz in dieser Zebrastreifen-Blog, ich habe da auch ein bisschen reingeschaut, allerdings ehrlicherweise aufgrund der Kürze der Zeit, da kann man sich auch verlieren drin irgendwie. Ich finde viel Kultur, Historie, auch so allgemein Ruhrgebietsthemen. Und ganz wichtig, kannst du jetzt alles merken oder soll ich dann, sonst erinnere ich dich, Pseudonym Kees Jarratz. Wahrscheinlich, vielleicht ist es peinlich, aber ich habe jetzt total nachgedacht, ich habe aber nicht gegoogelt, also was bedeutet dieses Pseudonym? Ist Das zu jetzt mal. jung. Ja, oh, jetzt kommt raus. Ich heiße sogar so und bin es vielleicht auch. Aber nee, genau. Jetzt, also, the stage is yours. Bitte, stell dich uns vor. Das war ja ganz viel. Fangen wir mit dem Namen an. Ja. Das große Geheimnis. Ja, ich habe 2008 habe ich den Blog angefangen zu schreiben und ich habe damals viel Kulturjournalismus gemacht und mir war nicht klar, wohin wird der Blog führen, was werde ich da schreiben? Und ich wollte das erstmal ein bisschen getrennt halten und mir quasi nicht in dem einen das versauen, was in dem anderen womöglich geschätzt wird und so und umgekehrt. Und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, wie gestalte ich mein Pseudonym dann und habe mir die Heroen meiner Jugend genommen. Und das waren damals Kees Brinkmann, Holländer, der beim MSV in den 70ern gespielt hat, Okay. Kurt Jara und Bernhard Dietz. Ja, und Okay. daraus habe ich den Namen gebastelt. Und Nein. das ist dann Kees Jarratz geworden. Und die drei stehen praktisch für die zweite große Erfolgsphase des MSV Duisburg in den 70ern, die dann in den UEFA-Pokal damals gemündet ist und sogar im Halbfinale dann gegen Borussia Mönchengladbach dann endete. Also ins Finale ist es nicht mehr ganz gereicht, hat es nicht mehr ganz gereicht, obwohl im Hinspiel der MSV den Gladbachern, die damals in der Liga besser waren als der MSV, aber im Pokal waren sie eigentlich in diesem Hinspiel unterlegen und trotzdem hat der MSV leider nicht im Hin- und Rückspiel gemeinsam dann, sind sie weitergekommen. Also das ist diese große Zeit damals gewesen und daher der Wann war das Name. genau, UEFA Cup? Also das. Oh Gott, Jetzt jetzt. falscher Fuß. Oh Gott, nein. Ja, Ich schneide es raus. ist das 77, 78 war es, glaube ich. Hat Gladbach dann den gewonnen auch, den Oder UEFA Cup? früher. Oh Gott, ich habe es vergessen. Ich müsste nachschlagen jetzt wieder. Aber das. Man könnte es parallel googeln. Ich habe kurz überlegt, war mir aber ganz sicher. Aber ist nicht. Also jetzt. Aufgabe für die Zuhörer und Zuseher, die können das selber in Erfahrung bringen. Und ist das aber dann auch die Zeit, in der du sozialisiert bist? Denn das war die andere Frage mit als MSV-Fan. Genau. Ich bin, also mein erster Stadionbesuch, der war tatsächlich schon in den 60er Jahren. Aber 66 oder 67, aber da fand ich Fußball ziemlich langweilig. Okay. Ja, da passierte für mich als Kind nichts. Witzigerweise, ich war mehr gewohnt, weil meine Mutter hat Basketball gespielt und ich bin
quasi immer in die Halle mitgegangen und da passierte permanent irgendwie was. Zum einen ich im Geräteraum mit den anderen Kindern der Spielerin immer Palaver und im Spiel selber fielen natürlich mehr Körbe als in einem so einem Fußballspiel dann Tore fallen. Also war einfach mehr los. Deswegen war im Vergleich das nicht wirklich interessant für mich. Und das begann dann erst, als ich die Schule wechselte und dort da mit Freunden zusammen alleine ins Stadion gehen konnte. Also mit 11 Jahren war das, glaube ich, 72 ging das an. Und von da an dann aber doch recht kontinuierlich und begeistert. Sehr Bis cool. heute. So muss es Denn sein. bis heute Übrigens leitet 78, mich also mein 79. Leben. Ich Stefan? hab zwischendrin geholt, 78, 79 war es Ah, im okay, noch. April. Okay. Und wer hat dann gewonnen am Ende? Ja, Gladbach hat Duisburg hat rausgehauen. Und wer Genau. und wer hat den UEFA Cup gewonnen, meine ich am Schluss? Klappbar Ach so, war, glaube ich, oder? Gladbach auch. Da bin ich Ich schon. meine schon. Hast du schon wieder zugemacht jetzt? Oder egal, nicht so wichtig. Ja. Okay. Ja, das war. Allgemeinbildung, weißt schon. Ja. Das war diese Zeit, wo die Deutschen, aber insgesamt deutsche Teams hier, Frankfurt und so weiter, gab es auch mal irgendwie rein deutsches Halbfinale oder so und also im UEFA Cup da ziemlich gut waren. So. Ja. Gut. Der Zebrastreifen-Blog, da darfst du jetzt auch ein bisschen Werbung dafür machen. Also viel so schon, wer ist denn da so die Zielgruppe eigentlich? Oder ist es generell, würdest du sagen, richtet sich an alle MSV-Fans oder so? Oder ist es eher so was sehr Spezifisches? Ja, also mein Ansatz war, ich wollte nicht einfach Spielberichte verdoppeln oder ich bin auch jetzt nicht irgendwie aus so einer fußballspezifischen Warte habe ich angefangen zu schreiben, sondern ich wollte die Spiele dazu nehmen, um auf eine ja, ein bisschen literarische Weise auch über die Spiele hinaus zu gucken. Also was sagen mir die Spiele übers Leben? Und das war so mein Ansatz. Und das habe ich auch lange Jahre gemacht. Und so vor 3, 4 Jahren habe ich dann gemerkt, so jetzt habe ich nichts mehr großartig. Ich habe mich leer geschrieben, Ja. was diese Perspektiven über das Spiel hinaus. Und trotzdem gibt es immer wieder weiterhin Spiele, die auf eine besondere Weise dann auf mich wirken, die ich mir dann vornehme. Aber drumherum schreibe ich jetzt mehr als Spielbeobachtung, Spiel auf eine Prosaweise. Hin und wieder schreibe ich tatsächlich Spieltagslyrik. Also da fallen mir dann einzelne Verse ein und ich mache daraus dann ein Gedicht. Und das ist also schon auch der Versuch, Fußball und Literatur auf der Weise miteinander zu verbinden. Sehr cool. Und Und gibt's, sage ich jetzt mal, da gibt es sicher viel positives Feedback. Gibt es auch Feedback, dass Leute sagen, da kann ich überhaupt nichts damit anfangen, was soll denn das eigentlich? Oder. ja, klar. Also das ist einfach so, dass Fußballpublikum nun mal ein breites Publikum ist und Richtig. sämtliche Gesellschaftsschichten dieser Welt in so einem Stadion vorhanden sind. Und zwangsläufig gibt es dann Leute, die, also mit Lyrik, Lyrik ist ja speziell schon sehr speziell, selbst in einem Lesepublikum ist das etwas, was nicht oft gelesen wird. Andererseits, ich habe da eben, weiß nicht, Fritz Ekenga macht ja. Kennt man den in Bayern Vom als, Namen her, ja, aber tatsächlich ja, wüsste ich nicht zuzuordnen. also das ist ein früher, also heute sagt man dann Comedian, ne, aber das war am Anfang ist das schon auch ein Versuch von ihm, von Fritz Ekenga gewesen, mit Kabarett so eine leichtere Form von Kabarett zu machen, also auch politisch zu wirken und da gab es dann auch Fußball als Thema in Lyrik. So, Perfekte also das ist Überleitung. nicht ganz, ganz ungewohnt. Nee, also genau, aber es ist schon ein bisschen speziell oder ein bisschen was Nischiges, Ja, eigentlich so, würde man sagen, ja. oder? Genau. Da, Perfekte darüber Über. bin Ja? ich mir klar, dass ich da auch
das Ganze auch mit einem Freude am Schreiben einfach nur heraus schaffe und mache. Den Spaß, den ich dann selber habe, dann, wenn ich so etwas mache. Und wenn es dann schon mal da ist, dann veröffentliche ich es natürlich auch. Ja, und genau deswegen sind wir alle ja auch, sagen wir mal, Fanblogger und Journalisten und keine Qualitätsjournalisten, muss man mal ganz klar sagen. Gibt es ja, die machen ganz andere. Wobei, da muss ich dann dazwischen grätschen, weil es Ah, natürlich auch mein Beruf ist, ja. Also, scheiße. ich war jetzt auch Ich nur habe wieder. gezögert, Aber ich lebe davon, aber. in einem Teil meines Lebens verdiene ich mein Geld oder habe mein Geld mit Journalismus verdient, jetzt kaum mehr. Jetzt tatsächlich nur noch mit Büchern und Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Aber lange Jahre habe ich tatsächlich Literaturkritik gemacht und ja, Cool. Kulturjournalismus im weitesten Sinn. Und da habe ich Okay. natürlich einen Anspruch gehabt. Ja, klar. Der Hintergrund hat so ein bisschen damit zu tun, weil bei 60 gibt es ja auch so verschiedene Protagonisten auf der Ebene mit Blogs und so weiter. Und genau, und wir sind so eher die Warte der unprofessionellen, so kann man das sagen, oder der Fans, die keinen journalistischen Anspruch haben und dem auch nie genügen würden. Aber das ist ja so ein bisschen Ironie jetzt natürlich auch mit drin. So, aber ich habe jetzt schon hier versucht, perfekte Überleitung zu dieser Veranstaltung dann eigentlich, die da, bevor wir dann uns natürlich noch mit dem Duell direkt beschäftigen, aber die Veranstaltung findet natürlich vor dem eigentlichen Spiel statt, nämlich, das Spiel ist ja Samstag 16:30 Uhr, Spitzenspiel oder Knallerspiel, aber da kann man auch gleich drüber reden, ob dass das doch eigentlich ganz berechtigt ist. Freitagabend, 19. Januar. Für Löwenfans 18:60 Uhr, 19:02 Uhr für Gästefans, also die Löwenfans sind 2 Minuten früher da. Freier Eintritt im Barlan, in der Barlandstraße 21. Wie ist es zu dieser Veranstaltung gekommen und was erwartet die Leute da? Ja, ich hatte, nachdem ich das Buch, die MSV Duisburg Fußballfibel gemacht habe, Aha. das ist praktisch auf eine unterhaltsame Weise, habe ich da über mein gesamtes Fanleben mit dem MSV geschrieben, verbunden mit so einer Art erzählter Geschichte des MSV auch. Und als das dann erschienen ist, habe ich gedacht, ja gut, dann guckst du mal bei den Auswärtsspielen, ob du nicht, wo es ein potenzielles Publikum gibt, also eher in den Großstädten, die sich auf eine andere Weise auch für Fußball interessieren als nur für den eigenen Verein, ob du da nicht irgendwie was machen kannst. Und ich habe den Michael Stoffel, der ja auch 1860-Fan ist und auch in der Reihe veröffentlicht hat, den habe ich bei einer Lesung in Berlin kennengelernt und habe ich den angeschrieben. Und der hat mir weitergeholfen und mich mit allerlei Menschen in Kontakt gebracht. Und daraus ergab sich dann tatsächlich, dass das Ballern ein Ort sein könnte. Und da ist dann eben diese Veranstaltung daraus entstanden. Und da bin ich natürlich, freue ich mich drauf und bin froh, dass das geklappt hat, weil für mich diese Veranstaltungen immer auch eine Möglichkeit sind, so das Verbindende und das Gemeinsame, was wir alle eben teilen, wenn wir jeweils einem Verein anhängen, dann zu erleben und zu sehen, dass es da eben dieses Gemeinsame gibt. Das ist für mich ein großes Thema momentan, unabhängig vom Fußball, weil diese Welt so auseinander sich bewegt. Und für mich sind solche Veranstaltung tatsächlich nicht nur etwas, um unterhaltsam irgendwie über Fußball zu erzählen, sondern um auch mit Menschen zusammenzukommen, um dann in so einer idealistischen Hoffnung aus so einem Abend rauszugehen und zu sagen, so, in diesem kleinen Raum ist jetzt etwas gelungen, was weiterträgt in der Energie. Und was in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft hineinwirkt. Also das sind ganz große Worte jetzt, aber das ist für mich tatsächlich auch von großer Bedeutung, neben dem ganz profanen Fußball, über den wir dann an dem Abend auch sprechen werden, über mein Leben mit dem MSV, über die Ruhrgebietswelt, die ich da erzähle. Allerdings auch über zum Beispiel ein Fußballgedicht, was ich über
ein Torwart von euch, der vor langen Jahren Torwart war, gemacht habe, nämlich Gábor Kiraly. Das ist eine meiner ersten Fußballgedichte gewesen. Und das werde ich natürlich auch im Gepäck dabei haben. Das ist nicht in einem Buch in dieser Fußballfibel erschienen, aber das nehme ich natürlich mit. Sehr cool. Ein Gedicht über Gábor Kiraly, das klingt jetzt tatsächlich sehr interessant. Ich hätte jetzt tatsächlich auch aufgrund deiner sozusagen Biografie da einen anderen Namen, einen anderen Torwart von uns vermutet. Kann ich denken, wahrscheinlich hier Peter Radenkovic. Aber können wir das mit dem Gábor Kiraly so ein bisschen auch als Teaser oder als Neugierigmacher vielleicht für den einen oder anderen Löwenfan, der uns zuhört und zusieht, verwenden, dass die auf jeden Fall dort erscheinen sollen, die Leute? Auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur Gábor Kiraly, der da zum Thema wird, sondern es ist auch in dem Buch selber ist eine etwas längere Passage. Da seid ihr ein Protagonist Oh. des Geschehens. Also Und die. mit dummerweise mit in einer Saison, die für uns beide jetzt nicht wirklich gut geendet hat. Aber trotzdem, mehr will ich heute nicht verraten. Genau Also richtig so. Sag jüngste mal. Vergangenheit. Okay, sag mal, hast du denn irgendwie eine Einschätzung, kannst du es einschätzen, wie viele Leute da zum Beispiel dann jetzt auch aus Duisburg vielleicht schon am Freitagabend da sind und der ganzen Sache beiwohnen? Oder ist das alles so ein bisschen ja, Wundertüte oder Spannung? Es ist Wundertüte im Grunde genommen. Also ich weiß, dass ein paar Leute tatsächlich am Freitag schon da sind aus Duisburg und die haben auch Interesse zu kommen. Ob das dann gelingt, wird natürlich auch wieder von der Bahn abhängen. Also unsere Auswärtsfahrten in längere Gefilden, die verzögern sich ja manchmal schon Durchaus. was. Also auch das ist ein kleines Hindernis. Aber nee, es ist tatsächlich erstmal offen, was da passieren wird. Und da müssen wir uns überraschen lassen. Also, Aber es gibt ja durchaus auch den einen oder anderen aus der Region, der halt jetzt in München lebt, sei es beruflich oder warum auch immer, und vielleicht kommt er da auch, der ein oder andere. Also auf jeden Fall. ich hab das mal erlebt, das ist ja auch schon wieder, keine Ahnung, boah. 20 Jahre her oder so, war ich mal auf einem Konzert in München von Lotto King Karl, der ja tatsächlich auch nicht so die super Lokalgröße in München ist, aber das Ampere war wirklich voll und es waren halt sehr, sehr viele Norddeutsche, die halt jetzt in München leben und Umgebung und der Laden war gut voll. Und also ich wünsche dir, dass dann am Freitag auch entsprechend Lokalkolorit bei den Exil Duisburgern oder Ruhrpottlern zuschlägt und die dann ins Bahnhof kommen. Und vielleicht, Ja, im ja, du. Portal, im MSV-Portal ist es tatsächlich immer mal wieder zu sehen, dass es natürlich viele in den Süden verschlagen hat aus dem Ruhrgebiet. Das ist eine klassische Bewegung, eine klassische Wanderungs. Migrationsbewegung aus dem Ruhrgebiet nach Bayern oder nach Baden-Württemberg. Also das ist ein Weg einfach, wie es in den 50er Jahren umgekehrt war, ist es heute eben so rum. Also wegen der Arbeit geht man dann in den Süden. Wir werden auf jeden Fall, wir weisen gerne auch hier nochmal darauf hin, am Freitag 19:02 Uhr oder für die Löwenfans 18:60 Uhr in Barlan, in der Barlanstraße 1, diese Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dort sein, auf jeden Fall. Sehen wir uns dann dort persönlich auch. So, und dann am nächsten Tag ist es dann soweit. Die Sendung beenden werden wir nachher so mit ein bisschen Statistik. Ich habe ganz, ganz lustige Sachen gefunden, die mir so aufgefallen sind zu den Spielen zwischen 60 und den Zebras. Vorher will ich aber noch, also zum einen würde mich interessieren, ob du irgendwie eine besondere Erinnerung an Spiele gegen 60 irgendwie hast, ob dir da irgendwas anekdotisch einfällt, ob dir da irgendwas Wichtiges zu erwähnen ist oder ob 60 vielleicht für dich vielleicht doch auch ein Gegner ist wie jeder andere, was wir natürlich, kannst du dir ja vorstellen, uns gar nicht vorstellen können. Das wäre so die erste Frage, die ich gerne noch beantwortet hätte. Also diese erste Erinnerung, die mir immer sofort einfällt, kann ich jetzt gar nicht erzählen, weil das dann an dem Abend zu erzählen ist, weil das ist tatsächlich ein so unfassbares Erlebnis gewesen für uns Duisburger, Okay. für euch natürlich dann umgekehrt auch, aber an dem Abend dann eben für euch mit einem blöden Ausgang. Aber Okay. Wie so oft.
Es gibt, wir gehen da direkt schnell drüber weg, aber es gibt was Zweites. Und das ist etwas, was sehr schön war, weil da waren wir beide noch, beide Mannschaften noch in der zweiten Liga. Und ihr wart zum Auswärtsspiel in Duisburg und habt eine große Choreo gemacht damals, was damals noch gar nicht so üblich war, dass auswärts, was bei Choreos bei Auswärtsspielen gemacht wurden. Und das war Karl Valentin, Valentin. die Karl Valentin Choreo. Und das war ein Kommentar zu den damals beginnenden Einflüssen des neuen Investors. Wie heißt er? Hassan Ismail, Isma. genau. Ja. Kreditgeber oder wie auch immer. Genau, aber das war dieses Valentin-Zitat. Stefan, kriegst du das noch hin? Jede Seite hat irgendwie, eigentlich, ich krieg's auch nicht mehr hin, etwas Tragisches, etwas Komisches und irgendwie so. Aber das reiche ich Genau. mal vielleicht noch nach. Genau. Das ist dir in Erinnerung geblieben. Sehr schön. Ja. Ja, weil es so, es war zum einen sehr ironisch, also das war eine geistvolle Aha. Choreo, die nicht einfach nur ja, praktisch eine Emotion bedient hat, sondern da steckt auch, ne, ein bisschen Hirn. Nachdenken hinter. Und Ja. deswegen ist Sehr mir schön. das sehr in Erinnerung geblieben. Sehr cool. Ich habe ein Anliegen jetzt zum Thema MSV Duisburg. Das beschäftigt mich nämlich schon ganz lang. Jetzt, achte, jetzt wirst du gefordert. Ja, Bist du auch gespannt schon oder weißt du es schon? ja, Hast du ich bin schon? voll gespannt. Ja, Also, wenn es hier im also. Bravo steht, bin ich gespannt. Für mich ist die sportliche, wir reden jetzt nicht zu viel über die aktuelle sportliche Situation, aber für mich ist die Situation des MSV Duisburg ein absolutes Faszinosum. Wenn wir uns zurückblenden in das Jahr 2020, als diese Corona-Pandemie ausbricht, ist der MSV Duisburg relativ souveräner Tabellenführer der dritten Liga, eigentlich auf dem Rückweg in die zweite Liga, sage ich jetzt mal. Zweiter damals übrigens unter Haching. Die sind dann zwischendrin mal wieder in die Regionalliga und so. So, und dann gibt es dieses Spiel, dann ist der Lockdown, Pause und dann gibt es, ich weiß nicht, ob du das auch noch so auf dem Schirm hast, aber ich habe das sehr präsent. Pfingstsonntag ist das erste Spiel dann wieder, 28. Spieltag, 60 gegen Duisburg im leeren 60er Stadion. Zur Pause führt Duisburg 2:0. Das ist klar, das ist der Tabellenführer, wir waren damals Fünfter, Sechster oder so. Am Ende siegen wir 3:2 und für mich beginnt mit diesem Spiel der Niedergang des, also jetzt mal bös gesagt in der dritten Liga, der Niedergang des MSV Duisburg. In der Saison, glaube ich, am Ende seid ihr dann Sechster oder so geworden. Also man verspielt diesen als Nee, Tabellen. nee, Vierter sind wir geworden, glaube Vierter, ich. man Ja. verspielt diesen Aufstieg, Also aber ab dann beginnt der ja. sportliche Absturz. Und dann gibt Ja, in der es da einen Duisburger Zusammenhang Erzählung. her, ohne jetzt Corona dafür verantwortlich machen zu wollen. Aber die Verantwortlichen hätten ja da auch gern die Saison abgebrochen und Duisburg wäre aufgestiegen und so. Also, aber das ist doch schon irre. Also, das ist genau damit, da ist man Tabellenführer und am Ende krebst man jetzt schon seit Jahren da unten rum. Warum ist es so? Ja. Also die Duisburger Erzählung, die ist ein bisschen komplex. Okay. Deine Hammer. Und die hat einen Fokus weniger auf euch als auf den Ortsrivalen der zweiten Mannschaft, wo dann in der Nachspielzeit der Ausgleich fällt. Und das ist das drittletzte Spiel oder viertletzte Spiel gewesen, glaube ich. Und da fällt in der Nachspielzeit das 2:2 für Bayern. Und der Okay. MSV hat da ge geführt. Und ohne diesen Ausgleich wären die Meister geworden. Also tatsächlich an diesem, das ist die eine Erzählung, die es auch in Duisburg gibt. Also wäre dieses Tor nicht gefallen, wäre der MSV Meister dieser Saison geworden und wäre aufgestiegen. Stattdessen ist der FC Bayern Meister geworden und der MSV ist nicht aufgestiegen, aber nicht natürlich dann in der Folge. Ja, also das ist der Bayern, die mussten dazu natürlich noch ein paar andere Spiele noch mehr gewinnen. Aber das ist der eine Fokus. Und der andere ist, dass wenn man das in den Gesamtsaisonverlauf packt, dann hat diese Unsicherheit hat schon vorher begonnen. Also schon vor dem Corona-Lockdown.
Das letzte Spiel, das der MSV vor diesem Lockdown gemacht hat, war gegen Magdeburg und die haben nur mit großem Glück 1:0 gewonnen. Die Okay. sind aus dem Niederrhein-Pokal vorher rausgeflogen, also gegen unterklassige Mannschaft. Und da gab es also schon auf begann, was irgendwie zu arbeiten, was nicht ganz klar erkennbar war. Okay. Und es wird natürlich viel erzählt dann drumherum, dass die Mannschaft nicht fit genug war. Das war ja dann das Argument, dass in der Folgesaison dann Lieberknecht ausgewechselt wurde. So, aber so richtig klar, also wirklich mit einer guten Erklärung, sind wir da noch nicht rausgekommen aus diesem Moment. Und was danach begann, ist tatsächlich nur noch ein Reagieren auf Enttäuschung und eben Nicht-Erreichen von Saisonzielen, wo dann überhaupt keine Planung mehr sondern im Grunde genommen nur noch Panik geherrscht hat in jeder einzelnen Entscheidung, die dann gefällt wird. Und daraus entsteht dann natürlich eine Abwärtsbewegung, die schwer zu stoppen ist über die Spielzeiten hinweg. Wenn man mitten in der Saison Spieler verpflichten muss, die um irgendwie was zu retten, und das sind dann bestandene Spieler, die nur kommen mit einem bestimmten Vertrag, der dann länger dauert, als es die gestandenen Spieler eigentlich verdient hätten, zu einer höheren Dotierung, die Spieler, das war praktisch die Methode, mit der Ivo Grilic das versucht hat zu retten, was ihm dann ja auch erstmal einigermaßen gelungen ist, aber dadurch dann natürlich so eine Abwärtsbewegung sich verstärkt hat. Also da gibt es eine Beschreibung, aber den Grund am Anfang, der ist versunken. Okay, spannend, Du hast ja. ja, darf ich ganz kurz einhaken, Christian, weil das Thema jetzt gerade ganz gut passt. Du hast ja jetzt gerade gesagt, gestandene Spieler, die da verpflichtet werden, mittendrin, um was zu retten. Dieses Raster würde aber jetzt zum Beispiel ja an Daniel Ginczek auch komplett reinfallen, oder siehst du das anders? Deswegen war auch, als der Name auftauchte, unter einem Teil der Fans, war der quasi, ohne dass er überhaupt aufgetreten ist in Duisburg, ohne dass er in irgendeiner Weise schon in Bewegung sich gesetzt hat auf dem Rasen, wurde er schon ziemlich böse erstmal angegangen. Also da gibt es einen großen Vorbehalt in Teilen der Fanszene momentan. Was jetzt sich jetzt aber mit Abstand wieder etwas verbessert hat, ja. Also, weil das ist natürlich nochmal eine andere Größe von Namen, als es sich vorher gegeben hat. Also die Leute, die vorher da waren, das war nochmal ein Regalbrett tiefer. Zu Fan-Themen habe ich nachher noch zwei Fragen, aber möchte wieder den Christian zurückleiten. Zu was für Themen? Zu? Zu Fan-Themen habe ich nachher noch zwei Fragen, aber Ja, mach erstmal okay. du weiter, Christian. Also ich bin jetzt erstmal glücklich oder halb glücklich, als dass ich das einfach mal mit einem Mann vor Ort irgendwie auch loswerden konnte, dass ich das sehr faszinierend finde. Das ist aber gut, wenn du sagst, Ja. es hat schon ein bisschen Vorwehen da gegeben. Das hat man natürlich aus der Distanz ehrlicherweise nicht so mitbekommen. Und auch dieses Thema, dass dann die kleinen Roten da im Endeffekt die Meisterschaft klar machen und euch da, das hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht so auf dem Schirm. Ich habe diesen Pfingstsonntag als sozusagen in der Pause ist noch alles gut und dann, das ist natürlich auch dramaturgischer, dann kann man mehr. Natürlich. Es gibt auch Duisburger, die es genauso erzählen. Also, Okay. ja, das ist ja immer Geschichtsschreibung. Wie passiert das? Ja, welche Perspektive nimmt man da ein? Kann sehr subjektiv sein. Ja, wie viele Einflussgrößen nimmt man? Keine Ahnung. Genau. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei der aktuellen Lage dann irgendwie gelandet und angekommen. Da haben wir jetzt gesagt, also haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen mit Vorbereitung ganz gut und so weiter. Aber ja, im Endeffekt. Also bei uns ist es ja so, wir haben uns ja sozusagen im Laufe der Hinrunde immer mehr dahin bewegt in Richtung Abstiegskampf und ob das dann doch wohl unser Thema werden würde. Wir haben tatsächlich auch deutlich öfter verloren als jetzt der MSV. Das fand ich auch noch ganz interessant in der Saison. Und bei euch ist aber dann schon, also ja,
Nee, gar nicht so viel deutlich öfter, stimmt gar nicht, sondern nur einmal öfter, also wir 11 Mal, ihr 10 Mal, aber ihr seid halt so ein bisschen die Unentschieden-Könige mit 7 Unentschieden. Dennoch ist es doch schon so von der Tendenz her, jetzt ist es in Duisburg eher Aufbruch und wir sagen, oder man sagt, jetzt, ja, wir bewegen uns jetzt nach oben und vermeiden diesen Abstieg, nachdem es zwischenzeitlich mal total aussah im Herbst. Genau, es war während des Herbstes war es komplett, sah es ja für Wochen erstmal komplett aussichtslos aus. Und jetzt die 2 oder 3 letzten Spiele vor der Winterpause, die haben doch wieder Mut gemacht, wobei auch das war ja nach einem Zwischentief. Also im Grunde genommen war es nach der Entlassung und die 4 Spiele, die dann der Engin Bural übernommen hat, der A-Jugendtrainer, der U19-Trainer, da gab es auch schon eine Veränderung, also in der Mannschaft. So wie du vorhin, Stefan, gesagt hast, man merkte wieder, die Spieler hatten Spaß am Fußball, da gelang etwas und da gab es eine Energie, die von Boris Schommers dann zunächst nicht aufgenommen wurde, was die Skepsis, die im Verein dann herrscht und in der Fanszene herrschte, natürlich vergrößerte. Ja. Also es gab schon etwas und darauf baute er nicht auf, sondern begann da was Neues. Und das entwickelte sich dann jetzt bis vor die Winterpause in eine gute Richtung. Also von daher kommen wir aus unterschiedlichen Richtungen. Richtungen auf dieselbe Stellung. Es gibt nicht wenige Fans in Duisburg, die leider die Löwen als einzige Mannschaft sehen, die da unten noch hinzukommen könnte. Und es sind ja, weil es so wenige sind in Ja. dieser Saison bislang, die da gegen den Abstieg spielen. Und jede neue Mannschaft mit großem Hurra begrüßt wird. Begrüßt Ja. wird. Ja. Ja, ich meine, genau, also das ist ja der Punkt. Im Endeffekt, ja, beim Waldhof, da, die sind jetzt auch wieder dabei. Da haben wir ja das letzte Spiel noch verloren vor der Winterpause. Also ich mag das normalerweise nicht, aber man sagt, so ein wichtig, jedes Spiel ist immer so wichtig und immer das wichtige Spiel. Aber das jetzt ist tatsächlich am Samstag schon so ein, ja, so eine Zuspitzung irgendwie. Ja. Stefan, wenn du es vorhin schon so brav angemeldet hast, natürlich jederzeit, fein mir ins Wort, aber du hast Fragen zu Fanthemen. Oder die haben jetzt aber nichts mit der aktuellen Situation Ja. zu tun, oder doch? Ja, hau die Nee, raus. die haben nicht mit der aktuellen Situation zu tun. Das sind eher allgemeine Fragen. Aber wenn ich sie anbringen darf, gerne. Ich bitte Also, darum. das eine ist, du hast ja vorher schon gesagt, man hat sich in der zweiten Liga getroffen, man hat sich in der ersten Liga getroffen und der Löwenfan als solcher neigt ja dazu, davon auszugehen, dass man als 1860 München in der Bundesliga zu spielen hat und nach Höherem zu streben hat. Jetzt ist ja bei Duisburg auch so, das ist ja vorher gesagt, Europacup-Halbfinale, sprich, man war ja auch schon mal in einer ganz anderen Position als aktuell. Wie ist denn das aktuell in Duisburg so? Hat man da auch so diese Visionen, wir gehören ja in die Bundesliga, weil wir sind ja der MSV Duisburg, oder ist man da mittlerweile so geerdet, dass man sagt, gut, man ist überholt worden von diversen anderen Vereinen und dritte Liga ist schon auch ganz geil. Nee, dritte Liga ist definitiv nicht der Ort, an dem die Duisburger sich sehen. Also es ist schon die zweite Liga. Und die zweite Liga ist ja sogar als Saisonziel 2025 ausgerufen worden. Also es gibt einen gewissen Druck auf den Verein, sich auch dazu zu bekennen, dass die zweite Liga der eigentliche Weg ist, der eigentliche Ort ist, an dem der Verein zu Hause ist und dann aber aus der zweiten Liga heraus auch eine Perspektive mittelfristig zurück in die Bundesliga hat. Also das ist so der Überbau, in dem wir uns bewegen. Wobei es viele Fans meiner Generation jetzt gibt, die schon auch sagen, ja, das ist eine Illusion, dass diese erste Liga jemals wieder in unserem Leben nochmal stattfinden wird. Und wir wären schon froh, wenn wir dann in der zweiten Liga wieder landen würden. Nicht? Also Es ist das ganz ist, witzig, da weil, gibt es. ja? ganz witzig, weil bei uns sind es eigentlich gerade die Älteren, die sagen, wir können in die erste Liga, während die Jüngeren eigentlich sagen,
Vielleicht auch, weil sie es halt nicht kennen, so erste Liga und Europapokal. Ich meine, Christian und ich, wir sind halt damals einfach auch schon Europapokal gefahren und so, aber bei uns sind es gerade die Jüngeren, die einfach sagen, okay, es ist halt jetzt so, wie es ist. Zweite Liga wäre toll, erste Liga wäre toll, aber ich glaube, die Jüngeren sehen es bei uns eher realistisch als für die Älteren, die so gar nicht loslassen können von dem, was halt einmal war. Und wenn ich das aber noch ein. Vielleicht nehme ich es auch an. Vielleicht nehme ich es auch einfach nur in meinem Umfeld so wahr. Und es gibt viele andere, die das nicht so sehen, weil es ja untergründig schon auch Forderungen gibt, wie man sich zu verhalten hat und welche Spieler man wie verpflichten soll. Also da gibt es ja Stimmungen, Atmosphären, die schon auch entstehen. Also es ist womöglich tatsächlich nur punktuelles Wahrnehmen von etwas. Aber summa Ja. summarum kann man schon festhalten, und das höre ich da raus, die Demut, die berechtigte Demut ist da, glaube ich, schon etwas größer. Wenn wir uns nämlich die ewige Tabelle der Bundesliga anschauen, dann ist Duisburg wesentlich mehr Bundesligist als wir mit 948 Bundesligaspielen, und bei uns sind es halt 672. In dieser ewigen Tabelle sind wir 22., Duisburg immerhin 17. Wobei ich glaube, dass das bei uns dann auch immer was damit zu tun hat, dass wir halt auch einmal in dieser Zeit diese deutsche Meisterschaft gewonnen haben. Das ist schon auch immer dieses deutsche Meister 66. Das war schon in der Bundesliga. Also, wenn man mal Meister da war, muss man da auch auf ewig immer dabei sein. Und vielleicht auch, weil man eben den Branchenprimus direkt vor der Tür hat. Ja, also, wobei natürlich in Duisburg hast du natürlich in der Nachbarschaft auch ja, vielleicht nicht Branchenprimus, der ist hier, aber sei es drum. Aber finde ich ganz interessant. Ich glaube, die Demut ist größer da. Keine Ahnung. Wie dem auch Ja, sei. zumal mit der Geschichte des Zwangsabstiegs 2013 dann doch so eine Verbundenheit von einem Großteil der Anhängerschaft deutlich wurde, die ja dazu geführt hat, dass der Verein überhaupt in der dritten Liga hat starten können. Also ne, der Insolvenz wurde ja abgewendet durch eine enorme Anstrengung, die aus der Stadtgesellschaft heraus entstand. Und da gibt es dann vielleicht so eine Art Bewusstsein für Bedeutung, die über das eigentliche sportliche Ereignis hinaus da ist, was nicht in der Breite trägt, aber doch für einen Kern, der die Kultur weiterlebt, ja. Ja, wobei Zwangsabstiege hätten wir ja auch zu bieten in der Ja, wollte Historie. gerade Also, sagen. und tatsächlich ist es ja auch so ein Nimbus 82, der Lizenzentzug, der dann so, der das irgendwie so einmal Löwe, immer Löwe charakterisiert und so. Aber trotzdem, bei vielen ist es, ich glaube, aber die Frage fand ich jetzt super, Stefan. Ich glaube, das müssen wir einfach mal dann auch so hinnehmen und im Raum stehen lassen. Aber ist die zweite Frage auch so gut? Ich hoffe es. Ja, die ist nicht so gut, das muss ich gleich noch Ah. dazu sagen. Nee, die zweite Frage bezieht sich tatsächlich auf etwas in der näheren Vergangenheit. Und zwar war es ja beim Hinspiel, glaube ich, oder war es letzte Saison beim Auswärtsspiel, diese Solidaritätsbekundung der Duisburger Fans mit den Löwenfans, wo es dann hieß, ihr seid der Verein, Power muss weg. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt damals, Ralf? Weiß ich jetzt gar nicht. Also Nee. Ja, also wir haben ja diesen Investor Hasan Ismek und seinen Statthalter Anthony Power in München, der Chef der Merchandising GmbH ist und gegen den ja auch von Fanseiten bei 1860 des Öfteren mal protestiert wurde, auch im Stadion. Und da war eben in Duisburg, im Duisburger Block ging halt dann so Spruchbänder hoch, ihr seid der ja. Verein und Power muss weg. Aber wenn du es gar nicht mitgekriegt hast, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht beantworten können, was da der Auslöser war oder ob da irgendwelche persönlichen Bande zwischen diversen Fangruppierungen oder so Nee, bestehen. weiß ich nicht. Ich kann nur allgemein darauf antworten, dass ein Teil der aktiven Szene sehr genau auf gesellschaftliche Entwicklungen achtet, sagen wir so, und die sich dazu auch positionieren. Also wenn es innerhalb des Fußballs ist, sowieso, aber auch es wird, weiß nicht, Kleiderspenden werden gesammelt für Obdachlose und sowas, ja. Also da gibt es ein Bewusstsein zu und sich auch zu verhalten. Also womöglich kommt daher einfach eine Anteilnahme an diesem Geschehen. Ja, das ist bei uns ja ähnlich, gerne mit dem Richtig. das zu.
Vielleicht dann doch auch aufgrund der Parallelen, die wir heute hier ja so auch so ein bisschen herausarbeiten konnten, dass dann da so ein größeres Verständnis natürlich vielleicht auch für unsere Situation irgendwie da ist. Ja. Man, in der Vergangenheit gab es ja Walter Hellmich als Präsident. Also da gibt es dann auch, da gab es eine Konfrontation zu den Vereinsverantwortlichen, weil er eben so einen großen Einfluss hatte auf das Vereinsgeschehen. Der war halt ein Patriarch, das ist jetzt was anderes als ein Investor, aber trotzdem, von der Struktur her gibt es ja Deckungsgleichheit und da erkennt man dann vielleicht als wacher Fan eben immer wieder auch dieselben Probleme in den Vereinen. Mit so einem Patriarchen haben wir ja auch Erfahrung, wobei das halt dann doch sportlich relativ erfolgreich war, muss man ehrlicherweise sagen. Der Stefan hat vorhin den Europapokal schon angesprochen. War schon schön in Leeds. So. Gut, ich habe jetzt tatsächlich, wir könnten noch Stunden so weiter quatschen, aber das kann man ja vielleicht dann auch persönlich am Freitag fortsetzen. Das machen wir. Ich schaue immer gerne auf die Statistik zu diesem Spiel oder zu diesen Spielen, die bevorstehen. Oh, das war, der Jan macht das natürlich auch. Das Duell findet am Samstag, ich habe nachgeschaut, zum wievielten Mal statt? Na? Schöne Zahl, zum Erzähl. 60. Mal. Tatsächlich, Oha. ja, Ja. klasse. Und das Torverhältnis ist 100 zu 74 für uns, was ich auch schön finde, genau 100 Tore. Und was aber ganz lustig ist, und das erinnert mich an so eine frühere Derby-Stadt, also wenn wir gegen die Roten, wir haben nämlich tatsächlich 60er 29 Siege, 14 Mal unentschieden und 16 Mal hat Duisburg gewonnen. Obwohl ihr deutlich länger in der Bundesliga wart, ist das positiv für uns. Das heißt, wenn wir am Samstag gewinnen sollten, was wir zwei jetzt uns natürlich wünschen würden, du nicht so, dann haben wir quasi die Hälfte aller Spiele gewonnen. Und es gab früher immer so eine, ich kann mich mal erinnern, irgendwann mal war es so in den 90ern, dass die Roten genau die Hälfte aller Derbys gewonnen hatten. Was wir dann gesagt haben, ja, die Derby-Bilanz ist ausgeglichen. Die Hälfte haben die gewonnen und die andere Hälfte haben es halt nicht gewonnen. Ja. Spitzfindigkeit. Aber gut, so weit ist es jetzt bei Duisburg nicht. Bei den Heimspielen ist es tatsächlich so, auch ganz schön. 18 Siege für uns, 9 Unentschieden, nur viermal hat Duisburg in München gewonnen. Und wenn wir aber vielleicht am Samstag sogar zwei Tore schießen, dann hätten wir nämlich in Heimspielen gegen Duisburg 60 Treffer erzielt. Immer kommt diese Zahl daher. Ja. Aber Dieser Christian mit seinen unfassbar, Zahlen. oder? In der Ja. dritten Liga, das ist auch immer, da ist es ein bisschen ausgeglichen. Da gab es für uns 5 Siege und ein Unentschieden und 3 Niederlagen. Und jetzt muss ich dich einfach doch noch fragen. Für mich wirklich ein episches Erlebnis war am 24. April 2022, also vor knapp 2 Jahren. Ich weiß nicht, bist du da auch immer zugegen bei den Heimspielen, aber vielleicht erinnerst du dich, es war aus unserer Sicht absolut episch. Wir haben 0 zu 6, 6 zu oder? 0, 6 zu 0 gewonnen. Das war Also, dieses Stefan-Lex-Spiel, oder? Wo Stefan der doch Lex an schießt 5 Toren beteiligt war, oder? unfassbar 5 Toren beteiligt, ich glaube 4 Sowas geschossen oder verdränge ich dann ganz schnell. so. Ja. Ist sehr vernünftig, aber. Weil die Statistik entspricht meinem Gefühl Okay. gegenüber 60 als Gegner. Also es ist schon eher immer wieder von unangenehmen Niederlagen rauer begleitet. Ja. Also Und deine die Erwartung jetzt, Niederlagen. ja, und deine Erwartung jetzt ganz konkret für den Samstag? Ja, ich hoffe natürlich auf den Auswärtssieg, das ist Okay. klar. Das ist als grundoptimistischer Mensch vor jedem Fußballspiel, egal gegen wen, hoffe ich immer auf Siege. Also von daher, da kann ich leider nichts anderes sagen, auch Ja, wenn ich jetzt hier in eurem als Gast nur da bin. nee, ist auch absolut richtig und absolut anerkannt und sollst du auch. Ich habe ja das Heimrecht schon hier genutzt, indem ich nochmal schön an dieses 0 zu 6 erinnert habe. Ja, insofern, das war ja jetzt schon so, weil wir hier in der Mehrheit sind, konnte ich das jetzt mal auspacken. Ich finde es tatsächlich aber auch ganz spannend, wenn man aus dieser Winterpause rauskommt, ist ja immer so, wir bringen ja jetzt nicht so richtig was mit so aus den letzten Ligaspielen, sondern es geht so ein bisschen bei 0 los, ja. Ich hoffe natürlich auch auf einen Heimsieg. Stefan, du wahrscheinlich auch. Wenig Ja, ich überrascht. hoffe natürlich auf einen Heimsieg und ich glaube auch an einen Heimsieg. Ich habe aber tatsächlich so ein bisschen Respekt vor dem Herrn Ginczek. Also nicht, weil ich den so besonders gut finde, sondern weil ich halt befürchte, dass der das genauso machen könnte wie der Joel Schwarz bei uns im Hinspiel in seinem ersten Spiel dann gleich mal ein Tor oder bei uns halt damals zweiter der Schwarz da in Duisburg. Und ich traue das halt diesem Ginczek schon zu. Also. Das war das erste Spiel vom Schwarz in Duisburg, Ja, oder? der gegen Mannheim war er ja noch nicht da und dann ist er gegen
Duisburg war dann das erste Spiel von ihm und hat gleich zwei Tore gemacht. Oh Gott. Und ja. Parallele. Ja. Eieieiei. So. Nee, ich Alles wird gut. tippe trotz allem auf einen knappen Löwensieg und es ist auch notwendig, wirklich notwendig. Das sagt der Duisburg ist Ralf auch auch. notwendig. Genau. Das Ja. Gute ist, Sehr notwendig. wir müssen es hier nicht entscheiden. Es war aber auf jeden Fall super, dass du dir die Zeit genommen hast, hier teilzunehmen. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt Gerne. auf die Veranstaltung am Freitag. Freue mich drauf. Genau. Und ja, von meiner Seite ist dann alles an der Stelle gesagt. Ich hoffe, von euch zwei auch. Und ja, dann vielen Dank und eine schöne Woche und bis zum kommenden Wochenende. Genau, das sage ich natürlich aus Duisburg auch. Also viel Spaß im Süden mit uns, wenn wir da sind. Servus. Ciao. Ciao. Tschüss. Keine weitere Folge mehr vom 60er.de Talk verpassen, dann abonniert jetzt unseren Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Servus Löwenfans.